Befehl, ja. Rücken Sie den Abschluss auf, kommen Sie zurück. Wir weiter, das ist Seite rückwärts heim. Oder? Wir stehen bereits mit und zwei Fahrer können immer zur Seite sein. Ja? Was? Dort, danke. Genau. Kommen Sie zur Also ich hoffe, was schließen wir 346? Das ist jetzt Telefon. 346. 346. Na, ich habe euch schon Befehl gehört, oder? Wir haben euch schon Befehl gehört. Was? 1, 2, 3, 4. Rechts das Bett. Hast du schon einen Weg? Jetzt? Und jetzt auch die Tür. Die Ich bin froh, dass ich so gehfähig bin. Und nicht liegefähig. Gehfähig ganz wirklich los. Es hat ja nicht jedes Unternehmen eine Betriebsfeuerwehr. Und gerade was das für eine wichtige Funktion ist innerhalb des Landeskrankenhauses, dass wir freiwillige Mitarbeiter haben, die das freiwillig machen, trainieren, Brandschutzübungen machen, aber bitte Harald. Also der Hintergrund ist natürlich bei der Krankenhaus in unserer Dimension sehr wichtig, weil die Ersten sind immer die eigenen Leute da sind. Also der interne Brandschutz jetzt gewöhnlich, aber organisatorisch natürlich wesentlich. In unserer Dimension macht es natürlich Sinn, der Betriebsführer. Das heißt, nicht so selbstverständlich, aber haben wir schon relativ lang. Sehr gut ausgestattet, sehr gut geschult, sehr gut trainiert. Das ist regelmäßig, das haben wir intern. Und das ist praktisch, wenn eine Brandmeldung kommt, so wie es jetzt auch da gewesen ist, dann geht die Brandmelder los. Dem Moment, wo zwei Brandmelder gleichzeitig gehen, geht die Information auch nach außen. Und dann sind unsere Leute vor Ort natürlich die Ersten, die direkt dort sind. So eine erste Lage haben und dann eigentlich die Information dann an die zur Hilfe eilenden Feuerwehren noch weiter rausgehen können. Das heißt, das ist so die erste Erkundung vor Ort der Lagesituation, das, wo ich in den Griff kriege, wie ist das überhaupt, damit wir im Krisenstab natürlich nachher die Meldung haben. Und diese Betriebsführer, ja, die hat sich sehr, sehr bewährt für unseren Krankenhaus. Natürlich, Gott sei Dank, weniger für Brände, für das auch, aber Wasser zum Beispiel ist schon ein entsprechendes Thema. Das heißt, bei der Verkehrsorganisation ums Krankenhaus, alles, was außerhalb ist, haben wir einen sehr starken Partner mit der Polizei, aber alles, was intern ist, mit der Ortskenntnis und allem, das ist natürlich das, was den Betriebsführer bringt. 25 Liter behängt der Betriebsführer. Ja, kurz zur Betriebsführer. Die gehört ja zu uns, irgendwo im Bezirkskommando. Ja. Wir sind überglücklich. Wir haben mehrere Betriebsführer. Wir haben 14 ja, im Bezirk Feldkirch. Und wir sind echt froh um unsere Betriebsführer. Die haben bessere Ortskenntnis.